Hey, yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, Ringkrieg mit den Zwergen. Und ja, da sind wir jetzt. Mal gucken, was wir so haben. Ich glaube, allzu viel habe ich noch nicht erreicht. Allerdings sieht es auch gar nicht so schlecht aus. Bis auf das Geld, ja, das liebe Geld. Aber wir haben tatsächlich ein paar Territorien schon erobert. Und das kann sich doch definitiv sehen lassen. Und wir haben tatsächlich Dol Guldur eingenommen. Das ist ein Riesenfortschritt. So, ich würde mal sagen, wir bauen jetzt überall erstmal ein paar Minenschächte. Einfach damit wir irgendwann aus den Miesen rauskommen. Und ja, dann wollen wir mal gucken. Der ist... Wie schaut denn es hier aus mit den... Okay, alles ausgerüstet. Phalanx. Ganz viele Katapulte. Oh mein Gott. So, super epische Musik mal wieder. Das ist mitunter eins der Dinge, die ich an dem Spiel richtig liebe. Die Musik. Die ist einfach nur so geil. Vor allem, weil sie halt teilweise echt nur die besten, epischsten Musikstücke rausgenommen haben. Aus Herr der Ringe. Und die dann so ein bisschen aufgepeppt, ein bisschen neu komponiert. So ein bisschen halt teilweise. Teilweise. Und... Also auf YouTube gibt es viele der Soundtracks und ich habe tatsächlich mal einige davon einfach nur auf meinen Stick gezogen. Weil, geil, ne? Einfach nur... Man wird halt zu gebombt mit epischer Herr der Ringe Musik. Das, manchmal hat das was. So, was machen wir jetzt hier? Ich bin gerade ein bisschen verloren. Wir haben Katapulte, zwei Helden und einen Haufen Bogenschützen. Ja, nicht so viele. Zwei Bogenschützen. Ich weiß halt nicht, ob ich versuchen soll... jetzt schon Minas Morgul einzunehmen. Es könnte helfen. Es könnte wirklich helfen. Aber... könnte schwierig werden. Ja, Katapulte sind gut, aber der Gegner hat halt auch Katapulte. Und da wird es schwer, habe ich das Gefühl, durchzukommen. Ich glaube... holen wir uns erst Kleandros oder was Gilead? Was gibt einen besseren Bonus? Kein Bonus. Ja, dann holen wir uns Kleandros. Dann zerstören wir auch gleich hier die Schmiede. Und... ja genau, mit der Armee renne ich einfach nur durch. Die ist nicht so, um Land zu halten. Das machen die anderen Armeen. Das bedeutet, ich kann die Truppen nach vorne schicken. Ja, wie machen wir das jetzt hier? Wir haben mal Katapulte und... pass mal auf, die da und die Katapulte kommen hier hin. Die rennen darüber. Der kann auch runter. Ich versuche die alle auszurüsten. Ich glaube, das sollte helfen. Und dann greifen wir hier an, die braunen Lande. Das wird eine schwere Schlacht. Aber es geht schon. Dol Guldur sollte noch safe sein. Vor allem mit den Katapulten und allem, ja. Dann greifen wir hier noch an. Fangorn. Und ich glaube, jetzt lasst mich... der Gimli. Ich glaube, mit dem Gimli warte ich noch. Weil, wenn ich da rausrenne, verliere ich wieder Lord Lorien. Und hier wird es auch schwer. Den Düsterwald zu verteidigen. Wenn die alle angreifen. Gut, es sind zwei Leute, das könnte ich verteidigen. Ich glaube, ich lasse es so. Schauen wir es uns an. Oh. Aber das war ja klar, dass ich... oh, warte. Ah, nein, Fehler, Fehler, Fehler. Die Schlacht wird furchtbar. Die, ich bin noch nicht wach. Gerade eben sage ich noch, ja, die rennen einfach nur durch. Ich will das Land nicht halten. Was mache ich? Pack Units dahin. Das ist so furchtbar. Okay, ich glaube, ich verteidige erstmal Lord Lorien. Ich glaube, das scheint okay zu sein. So, Echtzeit, nichts automatisch machen. Ah, haben sich zurückgezogen, okay. Dann probieren wir hier das. Das müsste ja auch ganz gut gehen. Ja, unser Gothmog, der ist ziemlich stark, aber der Prinz Brand, der schafft es schon. Und vielleicht zieht er sich sogar zurück. Das habe ich nämlich manchmal. Das ist jetzt so ziemlich das Erste, was ich machen werde. Nachschauen, wie das mit dem Gegner ausschaut. Ne? Genau. Schön nachschauen, wie das mit dem Gegner ausschaut. Ob der wirklich da ist oder nicht. Und dann gucken wir mal. Ja, okay, sind beide da. Dann gehen wir nach da, nach rechts, weil da ist ein... genau. Ein Vorposten. Und das sollte gut werden, wenn ich mir den zuerst hole. So, schauen wir mal. Oh, lass mal gucken. Die kann man holen. Okay. Das da, die Hobbits.
Minenschacht, ja, ist ganz nice, aber ich glaube, so ist besser für mich. Mach mal hier Bogenschützen-Upgrade. Oh ja, sehr schön. So, dann können die angreifen. Prinz Brand kann auch angreifen. So, ich frage mich, wo meine Gegner sind. Aber erstmal ist das relativ uninteressant eigentlich. Weil ich muss mich eh irgendwo aufbauen und wieso nicht gleich hier. Da fällt mir ein, bauen wir doch gleich hier eine Festung hin. Ich meine, ich habe schon eine große Armee. Das sollte passen. Und die rennen jetzt dahin. Der Prinz Brand, wo ist der denn? Greif doch mal das Ding hier an. Wie lange braucht denn der dafür? Ah, das geht. Das geht. So, die Bogenschützen nach vorne stellen ist dämlich. Deswegen warte ich jetzt hier auf die Phalanx. Oder lass mich hier erstmal die Information bringen. So, der kann das hier holen. So. Und dann rennen die so lang. Und der Prinz Brand. Oh nein, warte, die sind da unten. Ah, okay, alles klar. Den Baumeister kriegt man gerade nicht. Wo rennen die lang? Keine Ahnung. Na dann. So, irgendwo wird der Gottfunk sein. Irgendwo wird das sein. Jetzt zerstören wir einfach alles. Weil wir sind ja ausgedacht. Da ist er ja. Na hallöche. So, lang macht das nicht auf Stufe 4. Was war das denn? Ah, wie geil. Ja, okay, alles klar. Geil. Ah. Das war schick. Das war. Oh, da hat's Gegner, okay. Ja. Okay, dann gehen die mal hoch. Die werden jetzt Nummer 1 und die werden Nummer 2. Okay, dann habe ich zwei verschiedene Gruppierungen. Und wo ist die Falle? Ja, das geht schon. Und der Prinz Brand ist gar nirgends dabei. Okay, ist in Ordnung. Ja, bau mal ein paar mehr Minenschächte. Ich kann gerade eh nichts ausbilden. Also ist das egal. So, die da lang, die da lang. Und ich besiege den jetzt einfach, wenn es geht. So, die zerstören nochmal hier eine Mine. Ja, scheinen sie auch wegzukriegen. Reparieren kann ich gerade nicht. Dann bauen wir es halt nochmal auf. Sehr egal. So, ja. Dann die Bogenschützen nochmal ein bisschen upgraden. Mal sehen, ob die jetzt Level up bekommen. Level 3. Ja, sehr schön. Das ist doch schön. Damit werden sie ein bisschen stärker, halten ein bisschen mehr aus. Das ist ganz nett. Und die könnten jetzt auch hier angreifen. Genau, dann hier noch ein Türmchen rein. Und da kann man noch angreifen. Und oh, die haben eine Festung. Okay. Kannst du den auch so durch die Gegend schleudern? Nee. Stirbt zu schnell. So, haben die das jetzt? Ja, sieht gut aus. So. Würde ich sagen, schaut das ganz okay aus. Die Phalanx stelle ich jetzt dann auf defensiv. Lasse dort oben angreifen und die greifen einfach die Festung an. Ich meine, wenn es hier noch irgendwas ist, werde ich schon finden. Ich muss halt jetzt die Festung zerstören. Heilen kann ich zur Not auch noch einmal. Also mit dem Schadentank. Ja, guck mal, die Mine kommt Schaden. Da, die Festung. Die hält ja nichts aus. Die ist ja sofort weg. Müsste man ziemlich schnell gewonnen haben. Da ist noch ein Baumeister. Hau den. Ja, der ist so gestorben. Wie der hat es überlebt? Ja, Prinz Brand kommt. Ah. Kommt schon, kann nicht so schwer sein. So, haben wir jetzt hier noch eine Heilung rein, einfach weil ich es kann. Und im Großen und Ganzen, was kann man hier so bauen? Brauchen wir eigentlich nichts von. Ausgerüstet sind sie auch alle. Ja, dann bauen wir eine Halle der Krieger und schauen mal, dass wir ein paar Einheiten ausbilden. Mal gucken, da liegen noch Schätze rum. Wie heißt denn das? Heißt das Schatztruhe? Schatztruhe, ja. Und tschüss, gewonnen. Naja, war ja einfach. Die hatten keine Infrastruktur, keine Armee.
Und ich war voll ausgerüstet. Das war easy. Was ich jetzt machen werde, ich werde jetzt sicherheitshalber auf diesen Safe Stat erstmal speichern für die Aufnahme jetzt hier, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich den Rekord-Button gedrückt habe fürs Audio, wie es leider immer so ist. Ich muss da echt besser aufpassen. Weil, wenn ich es vergessen habe, dann darf ich das Ganze sonst nochmal machen. Wenn ich jetzt drüber speichere, doof, ne? Ihr checkt's das schon. Okay. Jo, dann holen wir uns jetzt Keandros. Das sind zwei Reiterbataillone. Das dürfte jetzt kein Problem sein. Ich habe Phalanxkrieger ausgerüstet, denke ich. Weiß nicht. Weiß nicht, ob die mit der Armee dabei sind. Aber es dürfte kein Problem darstellen. Die haben eine Schmiede. Aus der können sie keine Katapulte ausbilden. Nicht in der Karte drin. Können halt Dinge vor. Ist nicht gefährlich. Eine Kaserne haben sie. Können sie ein bisschen ausbilden. Aber erst wenn die Reiter tot sind oder er Gehöfte gebaut hat. Und ich komme damit mit einer vollen Armee an. Alter, das dürfte kein Problem sein. So, renn mal runter. Ja, Katapult. Ach, das ist ja jetzt schon gewonnen. So. Dann holen wir uns jetzt den ganzen Sums. Die Steine kriege ich später vielleicht irgendwann. Muss jetzt nicht sofort sein. Das holen wir uns. Da bauen wir eine Festung hin. Wenn sie hinpasst. Ja, bauen wir sie daneben. Warte. Die bauen wir daneben. So. Genau. Perfekt. Die können das einnehmen, wieso nicht? Wer weiß, vielleicht geht irgendwas ganz grundsätzlich schief und dann brauche ich. Sie sollte die Gegner wirklich nicht unterschätzen hier. Habe ich schon ein, zweimal gemacht und ein, zweimal habe ich dadurch auch verloren. Also das kann ganz böse enden. Ich meine, da war jetzt nichts, ne? Zwei Reiterbataillone. Und ich habe voll ausgerüstete Phalanx, so wie das ausschaut. Also was sollen sie mir groß machen mit den zwei Reitern? Aber wie gesagt, man weiß ja nie. Ne? Ich find's lustig, wie die Zwerge eine Festung bauen. Ja, da kommt Stein aus dem Boden raus und dann bröckelt alles weg und wow, wunderschön, wow. Totaler Schwachsinn eigentlich. Aber es muss ja nicht super realistisch sein. Was? Ah, Kokiro hier drin. Ja. Und die sterben weg wie die Fliegen. Oh, cool, die Steine bröckeln hier an der Ruine ab. Nice. Das ist mir auch neu, dass das hier teilweise mit der Umgebung interagiert wird. Das wusste ich gar nicht. Na, da schau her. Aber das finde ich extrem gut. Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. So, hier sind die anderen Reiter. Die sehen ausgerüstet aus. Na ja. Dann bauen wir hier jetzt mal lieber ein Türmchen. Sicher ist sicher. Und ja, die Soldaten Gondors, schaut's dir an. Idioten, keine Stärke hier. Ich meine, die sind Stufe 2. Und es sieht aus, als hätten sie geschmiedete Klingen. Aber das dürfte nicht so viel machen. Ich meine, mach mal hier ein Fundament erschüttern. Der kann hier da schau her. Der kann richtig, richtig nettes Zeugs machen. So einen kleinen Feuerhagel. Bombardierung. Dann da noch ein Erschütterungsdingens drauf. Das Gebäude ist deaktiviert. Muss ja nur gucken, dass die Festung stehen bleibt. Aber das ist ja kein Thema. So, die sind tot. Gewonnen. So. Alle Gebäude und Baumeister vernichtet. GG. No re. Easy. Ah, Zwerge sind wirklich sehr stark. Also mit den Orks hatte ich mehr Probleme, habe ich das Gefühl. Also wirklich mehr Probleme. Viel mehr. So, jetzt machen wir hier nochmal Safe Stat. Keine Lust, dass mir das Spiel abschmiert. So, und jetzt dann die Schlacht. Das wird so furchtbar. Das kann ich voll vergessen. Aber zurückziehen geht nicht. Sollen wir es probieren? Aber ohne Held. Ich hab da nix. Totensümpfe. Aber vielleicht kann es funktionieren mit den Zwergen. Vielleicht haben die genug defensive Kraft. Ich meine, es ist ja unwahrscheinlich, aber mit der Festung und so und dann schön einbunkern und vielleicht kann man es tatsächlich gewinnen. Ich probier's. Scheiß drauf. Im schlimmsten Fall verliere ich. Und sie haben eine größere Armee, ja, aber das passt dann schon. Damit komme ich so zurecht. Ich meine, jetzt einfach zu sagen, tschüss raus, wäre langweilig. Ich probier's, komm.
Einfach probieren. Wo starte ich? Oben, unten, unten. Okay. Das ist jetzt nicht so geil, aber scheiß drauf. Die Festung klatsche ich gleich hier vorne hin. Und das dahin. Dann schöne Position. Und ich nehme alle Boni, die ich bekommen kann. Ich glaube, ich nehme die Mine. Jetzt lass mich mal gucken. Ich könnte auch aufs Erdbeben gehen. Oder aber, ich gehe den defensiven Weg, den Geldweg. Schau mal an, so schaut's doch gut aus. Dann habe ich die Zitadelle, die ziemlich mächtig sein kann. Ich habe zwar nicht so viel, aber ich will ja defensive Kraft haben, ne? Das probieren wir jetzt einfach. So, jetzt bringen wir die erstmal in Stellung. Boah, habe ich Hunger. Ach du Heilige. Schnell angreifen, 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 angreifen. Schnell, schnell, schnell. Feuer, 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 Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Feuer, 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 Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Okay, gut gemacht, gut gemacht. Zurück, zurück, zurück. Ah ja, vielleicht kann ich sogar gleich einen Gegner rausnehmen. Schaut euch das mal an. Wer weiß. Könnte funktionieren. Ich meine, die Phalanx sind nicht wirklich ausgerüstet. Aber das macht ja nichts. Wenn die da unten sind, dann greifen wir da gleich an. Vielleicht kann ich einen Gegner rausnehmen. Ist zwar riskant, aber ich will es probieren. Weil wer weiß. Wer weiß. Vielleicht funktioniert's. Und dann wird es schon einfacher. Das probiere ich jetzt einfach. Ich lasse allerdings eine kleine Armee. Nee, ich renne nur mit einem Teil meiner Armee los. Nicht mit allem. Weil ich habe gerade viele Truppen zerstört. Da ist nicht mehr viel. Und. Laufen, 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 laufen. Ihr müsst die Katapulte zerstören. Ihr müsst unbedingt die Katapulte zerstören. Komm schon, ein paar Schüsse noch. Gut, 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 gut. So, laufen, laufen, laufen. Ah ja, schaut's da. Da waren auch schon Gegner. Naja, wie sie es immer versuchen, ne? So, die Phalanx muss das schaffen. Sonst habe ich ein Riesenproblem. Komm schon. Nein, sie haben es nicht geschafft. So, die müssen zurück, die nach vorne. Ah, das sieht mir nach einem Gegner aus. Oh ja, das ist der Theoden, ich denke. Habe ich beide? Oh, ich habe eine. Ne, die sind noch da. Okay. So, das Lager des Feindes. Da greifen wir jetzt an. Zerstört bitte nur den Mist. Das müsste schon reichen. Oh, verdammt. Ne, 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 ne. Phalanx defensiv, die aggressiv. Und ja, die zurück und die bleiben hier. Das müsste schon passen. Die probieren das. Und die Festung ist errichtet. Das ist gut. Bauen wir mal einen Axtturm. Bringen die Baumeister in Sicherheit. Oh, wow, 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 wow. Das ist schon wieder sehr knapp hier. Wo hat's Helden? Ich sehe keine Helden. Okay. Der Feind ist nah, ja. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Okay. Ja. Oh, das ist nicht gut. Ich muss versuchen, die irgendwie zu retten, aber. Okay. Ich baue mal mehr Axttürme. Defensiv. Macht's hier mal. Die sollten das schaffen. Okay. Ich denke, das ist alles noch irgendwie hier vielleicht machbar. Ich weiß es noch nicht genau. Ich muss den Baumeister finden. Da ist der Baumeister, das ist wichtig. So. Heilung. Den Mist. Ein Verteidigungsturm. Ist einer schon tot? Nein. Okay, geh mal da runter. Da waren die nämlich. So. Ich brauche einen neuen Baumeister. Ich habe nämlich leider beide verloren. Das war ein bisschen dämlich. Unbedingt alles zerstören. Ich meine, wenn ich einen Gegner besiegen kann, dann wäre das schon mal richtig nützlich. So, den Minenschacht werde ich leider auch verlieren. Weil da habe ich zu spät reagiert. Da kommen schon wieder Armeen. So knapp. Ja, natürlich kriegt er den letzten. Ah, da liegt Gold. Perfekt. Das hole ich mir. Okay. Und dann schauen wir mal. Ich muss. Irgendwo muss Mordor noch sein. Geht's mal dahin, der will nämlich meine Mine zerstören. Mine aufbauen. So, die werden zwei. Die werden eins. Ich hoffe, ich kann den Minenschacht verteidigen. Die sind als Stufe 3, die will ich eigentlich nicht verlieren. Ihre Gebäude, okay. Aha. Phalanx. Hier in Position.
So, dann bauen wir nochmal einen Minenschacht. Ah, die können da leider nicht rein. Okay. Die Gebäude vernichten. Oh, die haben hier die Numenor, die müssen weg. Und die komischen Hampelmänner da müssen auch weg. Das ist ganz gefährlich hier. Na komm, ihr werdet doch gegen diese Numenor-Typen ankommen, oder? Das sieht nicht so aus. Die sind schwach geworden. Da haben sie noch was aufgebaut. Baumeister weg. Bauen wir noch ein Türmchen. Die haben das echt nicht geschafft, Mann. Das ist ja traurig. Und der lebt halt immer noch. Ah, ich glaube nicht, dass ich es hinkrieg. Wird eher nicht so gut laufen. Da ist ein Held gestorben. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Könnt ihr... Jetzt ist einer weg. Okay. Ah, schön. Okay, da schöpfe ich doch gleich wieder ein bisschen Hoffnung. Aber die Festung stirbt mir gleich. Das sieht nicht gut aus. Oh oh. Der Aragorn, der macht's jetzt. Ich verliere halt leider die Festung. Ich kann nicht reparieren gerade. Das ist ein Riesenproblem. Hier kommen noch mit Bogenschützen. Schaut's mal. Oh nein, 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 nein. Geht's mal ganz weit weg, da in die Mine rein. Dann kann ich euch da hinten rauslassen. Vielleicht. Ich weiß noch nicht. Ja, rein, 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 rein da. Schön rein dort. Und da wieder raus. Okay, der Turm hat's überlebt, aber die Festung stirbt mir jetzt weg. Ah, der Hexenkönig. Okay. Das war's dann. Damit, weil die Festung ist weg. Okay, schade. Ich hätte doch auf Reparatur gehen sollen. Naja, okay. Waren dann doch zu viele Gegner. Aber es war ja eigentlich klar. Ah, der Hexenkönig, da guck her. Den habe ich verpasst. Ja, ohne Helden ist halt auch ein bisschen schwierig dann, ne? Und die Phalanx war nicht ausgerüstet. Das kommt noch dazu. Na gut. Ich glaube, ich spiele so ein bisschen Guerilla-Taktik. Und dann sehen wir weiter. Ja, ich glaube, das könnte das Klügste sein. Ich weiß es jetzt gerade ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nur, ich kann die Leute darüber packen. Die Leute... Ah ne, warte, nicht die Katapulte, die bleiben. Den darüber. Die werden ausgerüstet. Das ist halt wichtig, dass ich immer die Leute ausrüste, wenn es geht. Hier habe ich nur Bogenschützen mit Feuerpfeilen. Na gut. Ich will das eigentlich nicht un... Wisst ihr was, die schicken wir nach da. Und Dol Guldur kann ich jederzeit eigentlich verteidigen. Das geht schon. Ist eine Festung, ist es machbar. Eine mächtige Festung wacht über dieses Gebiet hier. Genau. So, der Gimli geht dahin. Ist doch der Gimli, oder? Ne, das ist der Gloin. Schauen sich dein. Schauen sie ein bisschen ähnlich. Okay. Alles klar. Nochmal speichern. Und dann sehen wir weiter.